Herzlich willkommen ganz offiziell nochmal fürs Video bei der Corporate Learning Community bei unserem zweiten Morgencafé, der CLC 0711 von Stuttgart. Heute werden wir drei Kurzimpulse hören von Joachim Niemeyer, von Maria Bertele und von Martin Rost. Ich freue mich ganz besonders, weil es einfach so ein bisschen halt die Schnittstelle, die Verbindung zwischen Corporate, zwischen Unternehmen und zwischen der Hochschule, weil man die jetzt haben wird. Ja, weil sie einfach, die Joachim, die Maria und der Martin einfach diese Info haben, was gerade in der Hochschule passiert. Und weil sie selber Akteure sind an der Hochschule und aber diese Verbindung zu den Unternehmen suchen. Ja, und einfach auch so ein bisschen das Auffrische, was denn gerade geschieht an der Hochschule, in welche Richtung entwickelt wird und wie die Unternehmen mit eingebunden werden. Genau, die Agenda gehe ich einfach mal drüber. Ja, einfach auch nochmal ganz schnell drüber, weil ich habe da habe letztes Mal schon darüber berichtet. Wir sind als CLC, also als regionale Corporate Learning Community Stuttgart, sind wir 2017 gestartet mit verschiedensten Formaten. Wir tun sehr gern experimentieren mit neuen Formaten. Deshalb kam auch zum Beispiel der Twitter-Chat zustande. Ihr findet uns hier unter deiner Links, also die Corporate Learning Community. Bei uns auf der Co-Learn-Seite gibt es extra einen Bereich Communities, da könnt ihr da auch ein bisschen nachschauen, was Stuttgart denn so gemacht hat bisher. So, das sind ein bisschen die Eindrücke, was wir alles gemacht haben, verschiedenste Formate in verschiedenste Örtlichkeiten. Was zwei zum Nennen, links unten war der Twitter-Chat, das haben wir an der HDM Stuttgart durchgeführt. Und rechts oben ist ein Walking Out Loud. Dazu werde ich nachher noch mehr sagen. Und in der Mitte, das ist das Gründungsvideo, wo wir gestartet haben im November 2017. So, und jetzt darf schon auch die Maria mit ihrem Kurzimpuls starten. Und ich freue mich außerordentlich. Wir wollten uns auch noch kurz vorstellen. Vielleicht können wir das tatsächlich parallel machen. Und zwar sind wir aus ganz verschiedenen Hochschulen und haben alle im weitesten Sinne etwas mit lebenslangem Lernen zu tun oder auch mit Weiterbildung, wissenschaftlicher Weiterbildung. Und um das ein bisschen einordnen zu können, wollten wir gerne uns vorstellen noch. Ich bin von der Hochschule der Medien, das ist eine staatliche Hochschule und wir bieten Weiterbildung tatsächlich als berufsbegleitendes Studium an und zwar im öffentlich-rechtlichen Rahmen. Das heißt, bei uns fällt zum Beispiel auch keine Umsatzsteuer an und ja, die Lehre ist einfach im öffentlich-rechtlichen Bereich. Dahingehend, Joachim, ist bei euch wieder ein anderes rechtliches Konstrukt. Ja, ich bin Joachim Niemeyer. Ich komme von der Dresden International University. Wir sind eine private Hochschule. Jetzt wird sich manche fragen, was hat die Dresden International University mit der Corporate Learning Community in Stuttgart zu tun? Also ich freue mich als Expat, dass ich doch bei der Corporate Learning Community Stuttgart noch mitwirken darf. Und ich sehe auch ein paar Dresdner Kollegen hier. Also ich glaube, die meisten haben sich schon ein bisschen an den schwäbischen Dialekt gewöhnt, auch wenn wir den hier ein bisschen intensiver pflegen. Also wir sind eine private Hochschule. Und unsere Zielgruppe sind eben Berufstätige hauptsächlich, aber da werde ich nachher noch ein paar Worte sagen. Und wir sind natürlich im Moment auch sehr stark daran, unser Angebot, unsere Formate weiterzuentwickeln. Da werde ich nachher aber ein paar Themen noch mal kurz vorstellen. Dann gebe ich an Martin weiter. Ja, Martin Rost, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Organisation an der Uni Stuttgart und eben auch in der normalen Lehre und Forschung in der Uni, also nicht hauptsächlich in der Weiterbildung, aber wir bieten zum Beispiel auch fachübergreifende Schlüsselqualifikationen an, die eben dazu dienen sollen, einen eigenen Standpunkt zu finden, also mit dem eigenen Fach, das ich studiere, technisch auch oder eben auch geisteswissenschaftlich, wirtschaftswissenschaftlich und mich da selber zu verorten, zu verstehen, eben wie kann ich vielleicht
auch die fachlichen Fähigkeiten dann noch besser nutzen für eine Karriere, die zunächst mal vielleicht gar nicht so naheliegend ist. Und da möchte ich Ihnen einen kurzen, also euch einen kurzen Einblick geben. Ja, vielen Dank. Man sieht schon, die Hochschulen beschäftigen sich total viel und vielseitig mit lebenslangem Lernen, auch in tatsächlich als unterschiedlichen organisatorischen Konstrukten, aber da geben wir nachher gerne nochmal einen kurzen Einblick. Vorher wollten wir aber tatsächlich mal erfahren, wo ihr alle herkommt oder was ihr auch vielleicht mit Weiterbildung schon zu tun hattet. Conny, dein Einsatz. Genau, und ich bin jetzt auch soweit. Also aus welchem Bereich kommt ihr? Also die Tendenz liegt einfach gerade in der Hochschule. Ist ein spannendes Thema. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Habt ihr schon mal eine Weiterbildung einer Hochschule teilgenommen? Von 34 Personen haben beinahe 60% bereits schon mal an einer Weiterbildung an einer Hochschule teilgenommen. Nun die dritte Abfrage. Arbeitet euer Unternehmen Personalentwicklung für berufsbegleitende Weiterbildungen mit Hochschulen zusammen? Zu 8. Das sind dann 2/3 Nein und 1/3 Ja. Okay. Immerhin 1/3 hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele sind. Okay, also das ist sogar noch positiv überrascht. Bin ich positiv überrascht, ja. Dann darf ich sagen, los geht's mit der Maria, mit ihrem Impulsvertrag und ich freue mich. Genau, vielen Dank, Olli. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch einen kleinen Einblick in Weiterbildung an Hochschulen geben kann. Ja, Corporate Learning Community mit HLM haben es mal genannt. Ich stehe allerdings auch so ein bisschen einführend für das Thema. Ich würde gerne schon mal ein bisschen Werbung machen für Hochschulen als Weiterbildungspartner. Wir haben es ja gerade gesehen. Noch nicht so viele Unternehmen arbeiten auch mit Hochschulen in der Personalentwicklung oder auch darüber hinaus in der Personalbindung zusammen. Und ich hoffe, das ändert sich vielleicht auch heute, weil an Hochschulen ganz viel passiert. Es sind ganz verschiedene Angebote und Formate etabliert. Auch deshalb, weil tatsächlich Weiterbildung neben Forschung und Lehre auch ein gesetzlicher Auftrag, zumindest in Baden-Württemberg, wofür ich spreche, von Hochschulen ist und die das auch die letzten Jahre aufgebaut haben. Unterstützt wird das Ganze sehr stark vom Land Baden-Württemberg. Es gab verschiedene Förderprogramme, in denen war zum Beispiel die HLM Stuttgart neben 15 weiteren Projekten auch seit 2016 gefördert, um Strukturen und Programme für Weiterbildung aufzusetzen. Und im Februar 2021 hat die Landesregierung eine ressortübergreifende Strategie aufgesetzt, das Wissenschafts-, das Kultusministerium und das Wirtschaftsministerium haben eine groß angelegte Kampagne gestartet, um lebenslanges Lernen von Schule über berufliche Ausbildung, Weiterbildung bis eben auch zu Weiterbildung an Hochschulen aufzusetzen. Das Ganze läuft unter dem Label Weiter mit Bildung @BME. Ziel ist es, insbesondere Wirtschaft und Bildungseinrichtungen zu verknüpfen, die Bedarfe am Arbeitsmarkt noch stärker dadurch auch rauszufinden, indem es Ansprechpartner, Vernetzungsstellen etc. gibt und eben ganz passgenaue Angebote auch zu entwickeln von den verschiedenen Bildungseinrichtungen. Sichtbar soll es unter anderem auf einem neuen Suchportal werden, das aktuell im Aufbau ist, also ich meist leider nicht genau wann es startet, aber es wird dann eine Plattform eben, auf der Arbeitnehmer und Arbeitgeber eben Weiterbildung auch suchen können. Auch insbesondere von Hochschulen, insbesondere über berufsbegleitende Studiengänge hinaus auch neue flexible Formate.
Es sind tatsächlich verschiedene Angebote auch entstanden. Also ich glaube, viele von euch kennen sicher so ein ganz komplettes Studium oder auch vielleicht einzelne Weiterbildungskurse, aber die, die Bedürfnisse der Zielgruppen sind ja ganz unterschiedlich. Es will vielleicht auch keiner ein ganzes Studium machen oder ein einzelner Kurs reicht möglicherweise auch gar nicht, um ein Thema aufzusetzen. Deswegen hier meine Systematik von Angeboten, die an Hochschulen inzwischen entstanden sind, in der Regel unter dem Label Kontaktstudium. Der etwas sperrige Begriff ist im Landeshochschulgesetz so definiert und die Hochschulen haben ihn mit verschiedenen Begrifflichkeiten umgesetzt und flexible Formate entwickelt. Eine Systematik vom Landesverband für wissenschaftliche Weiterbildung seht ihr jetzt hier. Da würde ich gerne insbesondere ja auf diesen mittleren Teil Zertifikat eingehen und euch das Certificate oder auch Diploma of Advanced Studies näher bringen. Das ist ein Format ist, oder eine Struktur, die kennt ihr vielleicht auch aus der Schweiz schon, da gibt es das schon länger und viele Hochschulen werden oder bieten es inzwischen auch an. Das Ganze ist kein Abschlussgrad im Sinne wie Master- oder Bachelor-Abschluss eben, aber es ermöglicht euch ja mehrere Seminare zusammenfassend in einem Themengebiet zum Beispiel als Weiterbildung zu belegen. Beim Certificate gibt es dann die Möglichkeit zum Beispiel ein neues Themengebiet sich zu erschließen über verschiedene Seminare. Beim Diploma ist nochmal eine Stufe höher, würde ich sagen, oder größer eher, kann man tatsächlich auch ein erst abgeschlossenes Themen und Fachgebiet und sich auch so eine Zusatzqualifikation nochmal erwerben. Insgesamt vergeben die Hochschulen in der Regel dafür, auch wenn man eine Prüfung macht, Leistungspunkte und man hat so einfach die Möglichkeit, dann auch sich das Ganze anrechnen zu lassen, wenn man sich später zum Beispiel doch nochmal für ein Studium oder für einen Abschluss in dem Falle interessiert. Dann kann man mit diesen erworbenen Punkten und Kompetenzen in der Regel auch zur Hochschule gehen und wenn es fachlich passt, kann es angerechnet werden. Genau. Das Schöne ist, das Ganze ist qualitätsgesichert. Es ist quasi auch kuratiert von der Hochschule. Das heißt, man kann sein Profil schärfen, hat aber schon eine Orientierung und einen abgeschlossenen Themenbereich, in dem man sich weiterqualifiziert. Man hat dadurch, dass es modular ist und man sich nicht auf einen sehr langen Zeitraum verpflichten muss, hat man die Möglichkeit, einfach auch mal reinzuschnuppern und am Ende auch für den Lebenslauf einen Nachweis auch einer Hochschule zu haben. Und unsere Erfahrungen sind, dass CRS und ERS mittlerweile auch bei den Arbeitnehmern anerkannt oder bekannt ist. Also das ist auch eine schöne Möglichkeit, da einfach sich akademisch weiterzubilden. Im Chat kam, glaube ich, die Frage, ob alle zusammen in einem Kurs sind. Das handhaben die Hochschulen unterschiedlich, glaube ich. An der HDM ist es so, dass wir die Kurse, die eben ohne bestimmte Vorkenntnisse auch belegbar sind, dass wir dort die Teilnehmer auch mit den Master- oder Bachelor-Studierenden bzw. Master-Studierenden in einem Kurs haben und für die genau die gleichen Prüfungsbedingungen oder auch Lehrbedingungen gelten. Wer dazu Fragen hat, es ist tatsächlich manchmal auch nicht ganz übersichtlich, einfach weil ja, die Hochschulen das unterschiedlich auch auslegen, aber ich bin auch gerne im Nachgang oder für Fragen einfach offen, also meldet euch gerne. Ja, gerne würde ich euch noch ein Beispiel geben, wie Weiterbildung an der HDM in Stuttgart funktioniert. Ihr kennt die Hochschule möglicherweise. Wir sind in Stuttgart Zeilen als staatliche Fachhochschule mit ca. 5.500 Studierenden. Wir haben ganz viele Vollzeitstudiengänge,
Aber wir haben eben auch seit 2016 berufsbegleitendes Studium und Weiterbildungen. Wir sind auch vom Land gefördert gewesen, um es aufzubauen und haben mittlerweile mehrere Studiengänge, verschiedene Weiterbildungszertifikatsprogramme und ja, ca. 100 eingeschriebene Studierende momentan und von der Modulbelegung, also wie viele Teilnehmer wir insgesamt pro Modul haben, sind wir bei ungefähr 400. Wir sind akkreditiert und auch für Bildungszeit gefördert und ja, freuen uns einfach auch über viele neue Gesichter, um das lebenslange Lernen auch weiter voranzubringen. Thematisch gibt es bei uns eine breite Bandbreite, glaube ich, die man vielleicht auch nicht unbedingt von der Hochschule der Medien auf den ersten Blick erwartet, aber wir kombinieren Management-Themen, sind im Bereich Entrepreneurship sehr stark und auch das Thema Data Science und auch Informationsmanagement etwas historisch bedingt gibt es bei uns als Weiterbildung. Das sind Themen tatsächlich von Management-Themen im Bereich Leadership, Innovationsentwicklung und ganz neu zum Beispiel auch alles, was mit Kommunikation, Unternehmenskommunikation zu tun hat. Bei uns gibt es Blended Learning, also wir setzen bewusst auf die ja, Kombination aus Präsenz und Online in verschiedenster Variante. Im letzten Jahr haben wir ganz viel natürlich Corona-bedingt auch online stärker dazu geworden. Wir werden aber im Wintersemester auch wieder ja, stärker den Fokus auf Präsenz legen, einfach weil das für uns wichtig ist. Wir wollen das Hochschulfeeling haben. Wir wollen insbesondere bei den Präsenzveranstaltungen, die bei uns freitags und samstags stattfinden, in den Austausch kommen und da auch ganz viel Anwendung ermöglichen und in der E-Learning-Phase und in der Online-Phase dann die Möglichkeit haben, ja, Input zu bekommen, zum Beispiel über Screencasts oder verschiedene Übungen, Literatur etc. Bei uns läuft ein Seminar, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, tatsächlich über 2,5 Monate, also wir vergeben 6 Credit-Punkte, dafür ist ein Aufwand von ca. 180 Stunden auch zu erbringen. Und innerhalb der 2,5 Monate kombinieren wir zum Beispiel am Anfang Präsenztag und am Ende oder dazwischen den Präsenztag eben mit der online-gestützten Phase, die auf unserer Lernplattform Moodle stattfindet. Und unser Fokus ist dabei, dass wir ja, Projektarbeit eigentlich machen. Also wir sind als Fachhochschule sehr anwendungsorientiert, aber im Berufs Begleitungsstudium wollen wir noch stärker, dass direkt auch ein Transfer auf ja, die Praxis stattfinden kann. Das heißt zum Beispiel auch, dass eine Prüfungsleistung bei uns keine Klausur ist, also wir haben wirklich gar keine Klausuren im Berufsbegleitungsstudium, sondern dass eigene Cases, Projekte bearbeitet werden. Das ist ganz unterschiedlich, zum Beispiel bei Data Science im Studium wird dann natürlich programmiert, werden Datenbanken etc. aufgebaut. Auf der anderen Seite bei einem Modul wie Change Management oder auch Leadership wird eine Intervention konzipiert oder ein Veränderungsprozess konzipiert und aufgesetzt. Idealerweise, wenn es einfach im Beruf auch möglich ist, auch umgesetzt und immer wieder begleiten, auch in der Online-Phase, entweder zum Beispiel kann man Fragen stellen über die Lernplattform, über das Forum oder es finden auch virtuelle Sessions statt, um in der Gruppe oder auch mit dem Dozenten Feedback zu bekommen. Wir betreuen das, weil es uns sehr wichtig ist, auch nahen oder engen Kontakt zu haben. Auf der einen Seite die Dozierenden sind immer ansprechbar über die verschiedenen Medien, sei es Lernplattformen oder auch einfach mal eine Zoom-Session oder per Mail natürlich. Und auch wir im Weiterbildungszentrum begleiten die Studierenden
Für uns ist es auch wichtig, um ständig eine Qualitätskontrolle auch zu haben und einfach den persönlichen Austausch auch zu sehen. Wir müssen, wir können rausfinden, wie lernen unsere Studierenden. Ja, natürlich auch, um zu schauen, wo können wir noch weitere Themen, die zum Beispiel im Beruf auch auftauchen, mit reinzubringen. Wir haben die Matrix, die ich vorher gezeigt habe, umgesetzt. Bei uns kann man Einzelmodule mit Teilnahmebescheinigung oder Zertifikat buchen. Das haben wir tatsächlich schon ganz lange. Und wir haben natürlich auch den kompletten Master, also 2,5 Jahre möglich durchziehen, geht bei uns auch. Aber was wir zukünftig eben auch machen, da bin ich auch gespannt, wie das ankommen wird, sind die CRS und DRS, also quasi Pakete zu machen für eine Zielgruppe, die sich in einem bestimmten Thema weiterbilden möchte oder die schrittweise tatsächlich auch zum Master möchte. So, genau, jetzt geht die Präsentation auch weiter. Dass ihr es euch vielleicht vorstellen könnt, also wir haben verschiedene Themenbereiche, das jetzt tatsächlich einfach als Beispiel mal, in denen 3 oder auch dann 5 Module zusammengefügt sind und für ihr ist dann ein Zertifikat der Hochschule in diesem Themenkomplex auch gibt. Das Ganze ist tatsächlich auch anrechenbar. Also wir wollen genau dieses modulare Schrittweise auch fördern, um die Durchlässigkeit lebenslanges Lernen einfach zu ermöglichen. Also man kann Einzelmodule belegen, irgendwann in den Master einsteigen. Man kann auch mit einem CRS oder ERS kommen und sich die eben auch anrechnen lassen und so dann letztendlich schrittweise, möglicherweise, wenn man das möchte, zum Master kommen. Ja, womit werden wir uns beschäftigen in Zukunft und wo freue ich mich auch auf Input aus der Corporate Learning Community. Wir wollen gerne unser CRS und ERS auch nochmal mit der Praxis abgleichen. Also uns ist wichtig, dass wir eben den Bedarf auch decken. Was gibt es da für Themen oder auch Anforderungen an Organisationen und Buchungen? Und wir werden unser Lernsetting noch weiter ausbauen. Wir haben während Corona auch nochmal ganz viel gelernt, auch ganz viele technische Möglichkeiten im E-Learning ausprobiert. Eine Kollegin von mir beschäftigt sich mit Mediendidaktik und E-Learning und ist da auch heute nicht dabei, aber für den Austausch immer zu haben. Und ich habe es vorhin gesagt, wir werden auf Präsenz auch wieder zurückgehen, aber wir wollen uns unserer Zielgruppe auch die Möglichkeit offen halten, möglicherweise auch online teilzunehmen. Also das ganze Thema hybride Formate ist bei uns gerade ganz groß in der Diskussion oder auch eigentlich schon in der Anwendung. Wir probieren schon verschiedene technische und auch räumliche Möglichkeiten aus, um das Ganze umzusetzen. Und da freue ich mich vielleicht auch bei einem späteren CNC-Meeting über Tipps und Input. Vielen Dank, das war es von mir vom kleinen Praxiseinblick. Ich glaube, es kamen ganz viele Fragen. Auch kann ich aber auch später gerne noch per Chat beantworten. Je nach Zeitplan von immer. Genau, ich werde auch deine Kontaktdaten noch in den Chat reinposten. Ich habe sie vorbereitet. Da können Menschen die sich auch direkt an dich wenden, wenn sie tiefergehende Fragen haben oder in den Austausch gehen möchten. Dann darf jetzt Joachim gleich weitermachen. Ja, vielen Dank. Ich möchte auf das aufbauen, was die Maria gerade berichtet hat. Und ich habe von meinen Dresdner Kollegen im Chat eine Nachricht bekommen, warum ich ihre Links poste. Das ist doch ein Wettbewerber von uns. Ist eigentlich nicht so, weil einerseits das eine staatliche Hochschule ist, also eine private Hochschule, und es gibt auch eine Zusammenarbeit zwischen Dozenten der Hochschule der Medien und der DIU. Das liegt am Konstrukt der DIU. Man sieht hier unten, wenn man das Logo anschaut, da steht als Claim drin Weiterbildungsuniversität der TU Dresden. Also das ganze Thema der Weiterbildung für die TU Dresden macht die DIU, und die DIU hat keine eigenen Fachbereiche, keine eigenen
festangestellten Professoren und Dozenten, sondern wir sind eine Netzwerkuniversität, eigentlich eine ganz moderne Organisationsform und nutzen eben die Ressourcen, die es gibt und suchen da bei uns immer die Personen aus, die eigentlich für so ein Thema sehr gut geeignet sind. Und einige Dozenten, Dozierende von der Hochschule der Medien passen natürlich sehr gut in das Feld rein. Deswegen arbeiten wir auf diesem Bereich ganz gut zusammen. Die Maria hat auch berichtet, dass die öffentlichen Hochschulen in Baden-Württemberg ein Programm jetzt haben, wo sie das ganze Thema der wissenschaftlichen Weiterbildung mit staatlicher Unterstützung entwickelt bekommen. Da weiß ich auch gar nicht, ob das so ein Thema ist, das uns so großartig begeistert, wenn die ganzen Ministerien das machen, weil als eine private Universität müssen wir ja quasi über Studiengebühren unser Geld verdienen. Und wenn dann eben das Thema gefördert wird, ist es ein Thema, wo wir dann vielleicht auch von dem Mittelfluss abgeschnitten sind. Aber ich denke, es macht ungeheuer Sinn, dieses Thema stärker voranzutreiben. Und so gesehen schauen wir mal, was da in Zukunft passiert. Es gibt im Moment eine große Vielfalt, da würde ich nachher auch noch ein paar Worte zu sagen, die man aber sicher ein bisschen reduzieren muss in Zukunft. Ja gut, Zukunft der wissenschaftlichen Weiterbildung. Die wissenschaftliche Fort- und Weiterbildung, ich will jetzt nicht alles ablesen, aber ist eigentlich unsere Kernaufgabe. Deswegen gibt es die Dresden International University. Und wenn man die Dozierenden mal wegnimmt und sich anschaut, wer bei uns die Studierenden sind, dann sind es typischerweise Menschen, die aus dem Berufsleben kommen. Unser typischer Durchschnittsalter, unser typischer Student hat so ein Alter von 34 Jahre, steht also genau eigentlich mitten in der Karriere drin, wobei es da eine große Spannbreite gibt von jungen Menschen, 17, 18, die gerade ein Abitur haben, bis hin zu Professoren, die sich nochmal für ein bestimmtes Thema aufschlauen wollen. Und wir haben bislang, zeige ich auch gleich noch ein bisschen, vor allem Bachelor- und Masterstudiengänge gehabt, sehen aber seit ein, zwei Jahren doch sehr viel stärker den Trend, dass es Richtung eine Flexibilisierung, eine Modularisierung gibt. Viele unserer Studierenden haben eigentlich schon mal einen Masterabschluss und die wollen sich jetzt entsprechend nochmal in einem Thema weiterbilden. Ja gut, und sind bestimmte Themen, die sich draus nehmen. Ob die alle dann nochmal einen kompletten Master brauchen, das ist eine andere Frage. Deswegen sind solche Formate wie das Certificate of Advanced Studies oder das Diploma of Advanced Studies für uns natürlich auch ein ganz, ganz spannendes Feld, um einfach zu sehen, wie können wir denn das Angebot machen. Also es gibt ein paar Leute, die sammeln natürlich Mastertitel, aber die meisten wollen tatsächlich etwas mitnehmen, wo sie direkt im beruflichen Leben einsetzen können. Oder wo sie sagen, Mensch, ich habe jetzt mich viel eigentlich in Unternehmen weitergebildet, aber ich brauche jetzt tatsächlich mal nochmal einen großen Schwung, um neues Wissen, um die Themen entsprechend anzugehen. Ja, was gab's oder was gibt's in der DIU in der Vergangenheit? Wir haben, wenn man nach unten schaut mal, ich muss mal rechts und links hier, kann ich mal, wenn man schaut, haben wir bislang Bachelorstudiengänge. Die Bachelorstudiengänge haben bei uns aber typischerweise auch eine Besonderheit. Das sind Studiengänge, die zusammen typischerweise mit einer Berufsausbildung laufen. Das heißt, die Studierenden haben eine berufliche Ausbildung und machen parallel zur beruflichen Ausbildung eben einen Bachelorabschluss. Das gibt es häufig eine enge Integration der Tätigkeitsfelder, weil das, was sie in der Berufsausbildung machen, das brauchen sie auf dem akademischen Niveau nicht nochmal durchführen. Und wenn man dann mal nach rechts weitergeht, kommen eben die Fort- und Weiterbildenden, Masterstudiengänge. Das sind eben typischerweise Fach- und Führungskräfte, Experten aus Unternehmen, die sich mit einem bestimmten Thema nochmal weiter befassen. Und dann haben wir, wenn man oben reingeht, Fort- und Weiterbildung auf der Hochschule in der Vergangenheit, Zertifikatskurse gehabt. Die Zertifikatskurse dienen vor allem dazu, für diese unterschiedlichen Berufsgruppen dann entsprechend den Fortbildungspflicht, den Fortbildungsbedarf eigentlich zu erfüllen. Also zum Beispiel Rechtsanwälte, Ärzte und sowas müssen ja regelmäßig Fortbildungspunkte sammeln. Und das ist ein Modell der DIU, dass wir dort eben Zertifikatskurse aufsetzen, die eben bei den entsprechenden Kammern anmelden. Und dann sagen die, ja, für diesen Kurs bekommt er 8 Punkte. Und dann kann man eben den Inhalt mit diesem Kurs verkaufen. Das ist also bislang das Arbeitsfeld. Und jetzt kommen wir, wenn man eine Stufe weiter steigt, genau dieses Thema der Modularisierung aus den Gründen, die Maria gerade auch schon mal genannt hat, dass man sagt, okay, es möchte nicht jeder, der schon mal einen Masterabschluss haben, dann entsprechend nochmal einen weiteren Masterabschluss, sondern dem erreicht es eben, wenn er das tatsächlich themenspezifisch sehr stark fokussiert hat. Deswegen auf der rechten Seite
auch nochmal die CAS und DAS-Themen, die wir gerade angehen. Und wo ich jetzt drauf eingehen möchte, ein bisschen stärker, ist der Block Mikrozertifikatskurse. Das ist ein Thema, das haben wir seit Anfang des Jahres als neues Modul eigentlich aufgenommen, als neues Angebot aufgenommen, wo es darum geht, fachspezifisches Wissen auf Bachelor- oder Masterniveau ganz gezielt zu vermitteln und den Studierenden dann entsprechend auch noch tatsächlich die ersten Credit Points zur Verfügung zu stellen. Das Ganze sollte innerhalb von ja, 4 bis 6 Wochen durch sein, sollte wirklich einen aktuellen fachlichen Bedarf abdecken. Was wir natürlich uns damit auch versprechen, ist, bevor man jetzt einen großen Masterstudiengang entwickelt und akkreditiert und staatlich anerkennt, da stecken natürlich viele Ressourcen, viel Zeit dahinter, wo man dann gar nicht weiß, ob das Thema dann tatsächlich auch anspringt, ob das Interesse bei den Studierenden findet, ist für uns das Mikrozertifikatsprogramm auch etwas, das sehr stark damit zu tun hat, ja, auch ein bisschen Marktforschung zu betreiben. Das heißt, man kann relativ schnell mal einen Kurs auf den Markt bringen und entweder kommt er gut an oder er muss gestaltet werden oder wir können ihn auch sehr schnell wieder wegnehmen. Und Ziel ist dann auch tatsächlich mal die Möglichkeit zu haben, dort mehrere Themen, mehrere Zertifikatskurse zu machen und dann schon mal einen gewissen Grundpool an Punkten zu haben, die man dann in einem CAS oder einem DAS einsetzen kann. Und hier kommt jetzt auch die Verbindung, wie auf die andere Seite rübersetzen, zur Corporate Learning Community. Denn wir denken, dass das Thema der wissenschaftlichen Weiterbildung ein wichtiger Baustein sein wird zukünftig für das lebensbegleitende Lernen. Also neben den Themen, die wir alle spannend finden, dass man selbst organisiert lernt, dass man selbst gesteuert lernt, ist aus meiner Sicht die wissenschaftliche Weiterbildung tatsächlich ein Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Bemühungen. Und die Zielgruppe sind eben Fach- und Führungskräfte, aber auch berufliche Qualifikationen. Seit Bologna-Prozess soll ja die Hochschule auch durchgängig sein und auch Möglichkeiten bieten, berufserfahrenen Personen akademischen Einstieg zu ermöglichen. Und was man eben auch sieht, dass immer mehr auch Personen mit Familienpflichten, die eine gewisse Zeit lang aus dem Berufsleben draus waren, dort eben wieder einen Einstieg nehmen. Also ob das jetzt die Möglichkeit ist, dass man eben, weiß ich was, nach Familienurlaub wieder zurückkommt. Oder viele haben ja auch Eltern, wo sie eine gewisse Pflegeaufgabe eine Zeit lang übernehmen müssen, um dort dann tatsächlich wieder auch einen beruflichen Einstieg zu haben. Und ich möchte ein paar Worte noch zu unserem Mikrozertifikatsprogramm sagen. Davor aber habe ich die Folie jetzt ganz vergessen. Was im Moment die Schwierigkeit ist, es gibt im Moment eine ungeheure Vielfalt der Bezeichnungen für die hochschulischen Weiterbildungen. Also ich habe da mal ein paar aufgeschrieben von Nachdiplom, Executive Training, dann die ganzen Kurse, Lehrgänge, Zertifikatsprogramme. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wünschenswert, wenn es dort ein bisschen eine Standardisierung gibt, wenn man sagt, okay, ein Certificate of Advanced Studies sieht so und so aus und ein Diploma of Advanced Studies sieht so und so aus, dass man das eben auch tatsächlich in den Unternehmen bekannt machen kann und dass jeder weiß, was hat er denn damit erreicht. Wobei natürlich auch schon eine gewisse Vielfalt durchaus auch sinnvoll ist. Ja, jetzt zum Mikrozertifikatsprogramm, wie wir das realisieren. Da ist viel eingeflossen, was ich persönlich eigentlich auch in der Corporate Learning Community gelernt habe. Also auch sehr viele Themen, wo es um Selbstorganisation, um Selbststeuerung geht, und auf der anderen Seite auch sehr stark es darum geht, dass die Teilnehmer auch Teilgebende sind, dass die also auch Inhalte mit einbringen. Und das Mikrozertifikatsprogramm ist so aufgebaut, dass man, ich habe vorher schon gesagt, so eine Zeitdauer hat von 4 bis 6 Wochen, also überschaubar Zeitraum. Es findet typischerweise eine Auftaktsession statt, die man virtuell machen kann, die man aber auch zukünftig vielleicht wieder stärker in Präsenz macht oder vielleicht auch in einem hybriden Format. Und dann gibt es eine Phase von 2 Wochen, die eher klassischer Wissenswert ist. Das heißt, dort werden von den Dozenten Inhalte bereitgestellt, da gibt es Webinare, da gibt es Inhalte auf der Lernplattform, die man einfach entsprechend durcharbeitet. Und ich habe gestern in einem Evaluationsgespräch eigentlich erfahren, 80% der Teilnehmer an so einem Mikrozertifikatskurs machen das, 20% überspringen das großzügig, was okay ist, wenn sie dann die zweite Phase dann mitmachen. Und dann kommt eigentlich ein spannendes Event, etwa in der Mitte von dem Kurs. Man trifft sich dann typischerweise auch Samstag, Sonntag oder dann tatsächlich jetzt auch in der Vergangenheit online, aber zukünftig vielleicht wieder im hybriden Format, wo man nochmal diese Themen, die man jetzt
Eigenregie selbst organisiert, von der Zeit, vom Ablauf her gelernt hat, nochmal vertieft, nochmal mit dem Dozenten reflektiert und auch mit den anderen Beteiligten austauscht. Dann aber überlegt, was kann man denn jetzt für den eigentlichen beruflichen Zweck, für den Schwerpunkt, was kann man denn machen, was interessiert man, was wollen wir denn aus den Ergebnissen machen? Und da findet dann in der zweiten Runde sozusagen jetzt Gruppenarbeit statt. Typischerweise werden dann auf dieser Veranstaltung Dreier-, Vierer-Teams gebildet, die dann an einem spezifischen Thema zusammenarbeiten. Wir stellen da auch eine Online-Plattform bereit, und dann bearbeiten die ein Thema innerhalb der nächsten 14 Tage, 3 Wochen. Und dann am Ende findet wieder eine Veranstaltung statt. Das ist aber keine Schlussveranstaltung, sondern eine hochspannende Veranstaltung, weil dort werden die Ergebnisse der Gruppenarbeit präsentiert. Und das ist für die Dozenten eigentlich auch eine ganz spannende Erfahrung, weil am Anfang sind sie tatsächlich eher noch klassische Dozenten. Dann haben sie eher so einen Flip-Classroom-Aspekt. Und am Ende werden sie dann mehr und mehr Lernbegleiter, weil sie dann vielleicht die Gruppenarbeiten vielleicht nochmal Coaching-Termine oder sowas anbieten müssen oder Reflexionstermine. Und am Schluss, da berichten einfach die Teilnehmer über ihre Arbeitsergebnisse. Also es hat ein sehr, sehr starkes Peer-to-Peer-Learning-Experiment. Und das ist natürlich auch spannend für Dozierende. Also vielleicht noch ein Hinweis aus dem Gespräch, wo ich gestern mitgenommen habe, mit einem, der so ein Mikrozertifikatsprogramm jetzt gestaltet hat. Der hat gesagt, er hat in so kurzer Zeit noch nie so viele spannende Fallbeispiele als Professor bekommen, die ihm so viel weitergeholfen hat, auch in seiner eigenen Orientierung, wie über dieses Mikrozertifikatsprogramm. Ja, was bieten wir da an? Wie gesagt, wir haben am Jahresanfang gestartet. Wir haben das erste Set an Themen. Ich möchte bloß mal ein bisschen das zeigen von der Vielfalt her, was es dort möglich ist, was man in so ein Format gießen kann. Wir werden das sicher weiter ausbauen und weitere Angebote machen. Aber was man schon mal sieht, ist, dass da schon auch ein gewisser kumulativer Effekt auftritt. Vielleicht mal ganz oben im Fachbereich Gesundheitswesen haben wir ein Mikrozertifikatsprogramm Ethikberater im Gesundheitswesen. Das ist für Menschen, die in Ethikkomitees mitarbeiten wollen, die in allen Krankenhäusern, Kliniken, alle, wo es irgendwo Betten gibt, wo Leute betreut werden müssen. Und die Teilnehmer haben dann gesagt, naja gut, das Ganze ist auch verbunden mit einer Zertifizierung. Die Stufe 1 ist die Teilnehmer an so einem Ethikkomitee. Was muss man da beachten? Was sind die Rahmenbedingungen? Die Stufe 2, die mittlerweile dann gleich nachgefragt wurde, ist, kann ich sowas koordinieren? Die Stufe 3, kann ich meine anderen Kollegen, Kolleginnen in meiner Einrichtung dann eben auf dieses ethische Thema vorbereiten. Das ganze Spannende ist, dass da mittlerweile sogar die Idee drauf kommt, für das Thema Ethik ein CAS, DAS oder vielleicht sogar einen Masterstudiengang zu machen. Von der Zeit her will ich bloß noch mal eine Folie zeigen. Ich habe gesagt, die Leute arbeiten dann in Gruppen zusammen. Also wir haben als Lern- und Lehrplattform MS Teams aufgesetzt. Ich habe hier mal so einen Ausschnitt gemacht aus einer Microsoft-Broschüre, die ich eigentlich ganz gut finde, die der Oliver auch nochmal vielleicht posten kann, wo man dann einfach sieht, welche Vielfalt es gibt an Möglichkeiten, mit so einer Teams-Plattform zu arbeiten. Und für uns ist deswegen wichtig, weil wir tatsächlich auch auf der Ebene eine enge Verbindung herstellen wollen zwischen dem, was im Unternehmen gemacht wird und dem, was in der Hochschule, in der wissenschaftlichen Weiterbildung angeboten wird. Also wir wollen da keinen Bruch dazwischen haben, dass wir sagen, hier haben wir jetzt eine ganz andere Plattform. Deswegen haben wir uns für so eine professionelle Plattform entschieden, sodass auch von der Plattform her ein Signal kommt, lernen, arbeiten, austauschen, koordinieren findet auf einer Plattform statt. Und da die meisten großen Unternehmen mittlerweile tatsächlich auch das als Kooperationsplattform nutzen, ist das ein ganz gutes Thema. Ich hätte jetzt zwar noch ein paar Folien dazu, wie wir die nutzen, aber ich denke, von der Zeit her würde ich einfach die Chance geben, dem Martin seinen Input noch zu geben. Dankeschön. Nochmal herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ich werde jetzt eben noch kurz eine Schlüsselqualifikation an der Uni Stuttgart vorstellen. Also wie gesagt, ich selber bin nicht hauptsächlich in der Weiterbildung, sondern eigentlich mehr in der Studentenausbildung beteiligt. Aber wir haben auch in unseren Gesprächen natürlich festgestellt, dass das schon ineinander überfließt, denn eben viele meiner Studierenden arbeiten natürlich auch in Unternehmen und
teilweise auch, ist das Studium ja auch ein Teilzeitstudium vielleicht sogar. Und ja, was ist der Titel? Also Learning Along, Your Studies and Your Job. Es geht um potenzialorientiertes Lernen und eben zusätzlich zu dem normalen Studienbetrieb sollen eben so Schlüsselqualifikationen gelernt werden, um sich besser in der Arbeitswelt zu verorten. Ja, und deswegen ist hier auch das Thema Reflexionsraum angesprochen. Also diese Schlüsselqualifikationen sollen eben unter anderem die Möglichkeit zur Reflexion bieten. Genau. Was ist jetzt eine Schlüsselqualifikation? Das ist eben ergänzend zum normalen Studium, also einzelne Veranstaltungen und Schlüsselqualifikationen sollen eben helfen, dass man selbst Wissen erschließen kann und auch Kompetenzen eben für neue Bereiche aufbaut, damit man dann entsprechende Anforderungen bewältigen kann. Genau, was sind die Bereiche dieser Schlüsselqualifikation? Sind eben die normalen Kompetenzen, also methodisch, sozial, kommunikativ, personal, aber eben auch Themen Recht, Wirtschaft, Politik, insbesondere dann für, zum Beispiel für also Wirtschaft, auch für Nicht-Wirtschaftswissenschaftler, Technik für Nicht-Techniker. Also eben, dass man hier so eine Reflexionsmöglichkeit schafft. Also was bedeutet denn jetzt mein eigenes Studium in diesen wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen oder auch technischen Bereichen? Warum braucht man das? Und ich habe jetzt mal ein klassisches Karrieremodell mitgebracht und ja, wir sind ja in der Corporate Learning Community, ihr alle wisst, wir müssen lebenslang lernen, das ist natürlich jetzt schon ganz klar, weil eben Karrieren heute nicht mehr so aussehen, dass es eben nach anfängt mit einer Identität und es immer auf einem Pfad weiter nach oben geht, sondern in neuen Karrieremodellen sind wir häufig eher hier, was wir sagen, also wir haben eben verschiedene Aufgaben im Leben und wir lernen eben immer dazu. Also wir bewegen uns schon insgesamt natürlich nach oben, wie Sie sehen in dem Modell, aber wir müssen natürlich immer wieder auch was Neues beginnen. Also auch vielleicht mit 50 dann nochmal eine ganz andere Aufgabe in einem anderen Bereich. Es ist eben wichtig, dass man vielleicht übergreifende Fähigkeiten entwickelt. Und da ist ja insbesondere dieses Konzept der Metakompetenzen von Douglas T. Hall. Und natürlich einmal die Anpassungsfähigkeit, also Fähigkeit, dass ich lernen kann und auch die Motivation dazu. Und auf der anderen Seite aber, dass ich eben auch eine Identität habe, dass ich eben selber weiß, also was sind meine persönlichen Ziele, im Verhältnis zu dem, zu meiner Umwelt und dass ich eben daraus selbst organisiert auch ableiten kann, was ich eigentlich lernen will. Und diese Identität auch zu finden, da sollte eben jetzt auch gerade diese Schlussqualifikation Karriereentwicklung mit ansetzen. Genau, und hier mal so den groben Ablauf. Es waren viertägige Veranstaltungen, also eine Blogveranstaltung. Und natürlich gab es da so eine Einführung zur Karriereforschung, was Thema Personalentwicklung, Anforderungen für die neue Arbeitswelt, einfach auch zu verstehen, was sind Anforderungen. Es gibt natürlich nicht die Anforderungen, aber wie kann ich die vielleicht auch selbst ableiten? Und dann, was bin ich für ein Karrieretyp? Das möchte ich Ihnen gleich noch zeigen, dass man eben mit so einem Assessment dann herausarbeitet, was ist meine Identität? Ja? Dann auch Themen wie Analyse eben des eigenen Lebenslaufs, wie kann ich eben auch besser werden? Karriere und Social Media hat der Oliver hier auch beigetragen und da wirklich ein Student hat mir im
erzählt, dass eben auch gerade durch die ganzen Netzwerktipps vom Oliver er schon jetzt einen neuen Job hat. Möchte ich an der Stelle kurz erwähnen. Und ja, dann eben am dritten Tag eben nochmal lernen in der neuen digitalen Arbeitswelt. Auch Joachim hat hier beigetragen, nochmal vielen Dank. Und was wir auch gemacht haben, wir haben auch nochmal bilanziert, wo lerne ich dann überall. Ja, und schließlich dann so auch empirische Karriereforschung, dass ich auch wirklich mal interessante Leute vor dem Hintergrund interviewen kann und dann vielleicht so auch Vorbilder herausarbeite und verstehe, warum sind es auch Vorbilder. Genau. Und hier eben diese Karriereanker nach Schein, nur noch ganz kurz, ist so ein Assessment mit 40 Fragen und ich kann damit identifizieren, also bin ich jetzt eher jemand, der eher fachlich arbeiten will. Also ist, will ich ganz tief in irgendwas reingehen, bin ich eher General Management, will ich Autonomie, Entrepreneur, aber auch Lifestyle zum Beispiel, dass ich halt vielleicht eben auch das Leben vielleicht auch eher genießen will. Und wir haben in der Regel ein bis zwei solcher Karriereanker. Also die Studierenden haben es als sehr fruchtbar empfunden, eben so das herauszuarbeiten und auch darüber dann zu sprechen, wie können sie da ihre Karriere entsprechend aufbauen, auch in ihrem Typ. Ja. Und was weiteres eben, was auch ein zentrales Ergebnis war, dass wir uns angeschaut haben, wo lerne ich denn eigentlich, in welchen Bereichen, also nochmal zu sensibilisieren, dass natürlich Kompetenzentwicklung eben in sehr vielen verschiedenen Lebensbereichen stattfindet, also nicht nur und gar nicht mal hauptsächlich im Studium oder dann auch in der Arbeit, sondern es ist eben auch noch in Familien-Settings, in der Freizeit und so weiter, dass man das auch versucht, gerade zum Beispiel dann in Vorstellungsgesprächen auch mit zu nutzen. Genau. Genau. Und wie gesagt, also das sollte eigentlich so ein jetzt so einen Reflexionsraum bieten. Also was, wo stehe ich eben zu dem, wo ich im Verhältnis zu dem, wo ich hin will, was meine Identität und eben darauf aufbauend dann auch nochmal gezielter lernen zu können. Ja, was ich als Frage auch mitgeben will, ist eben auch, was sind Reflexionsräume in Ihrer Organisation? Wie schaffen Sie das, dass eben auch Mitarbeiter bei Ihnen darüber reflektieren, über Ihre Identität? Ja, dann vielen Dank. Genau. Und ich gebe wieder an den Oliver. So, wir haben ein bisschen einen Schwund erlitten, aber das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ja überzogen. Dann recht herzlicher Dank, dass ihr alle da wart. Und ich freue mich, euch schon bald wiederzusehen. Dann macht's gut. Und schön, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Ciao. Danke. Ciao.